In diesem Video zeige ich euch kurz etwas zur Fritzbox von WLAN 7390. Ich habe die Fritzbox hier einmal an den Strom angesteckt und sie bootet gerade. Und auf der Rückseite habe ich hier links, mal scharf stellen, den DSL-Anschluss, wo ich quasi meine Internetleitung, die ich von der Telekom oder wem auch immer habe, anstecke. Hier bei Phone kann ich verschiedene DECT-Telefone bzw. Voice-over-IP-Telefone anstecken. Hier habe ich einen USB-Anschluss und hier zum Schluss verschiedene LAN-Ethernet-Ports, wo ich meine Rechner und Switches anstecken kann. So. Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich dann noch ein WLAN-Standardschlüssel, mit dem ich quasi ins WLAN des Gerätes reinkomme. Den Port hier verbinde ich wieder mit meinem Rechner.